Take me home to the place where we are one, the place where we belong. Place where we belong ist Freundschaft miteinander ins Tessin fahren, am Lago Maggiore hocken und eine coole Zeit haben. Es ist ein Ort, wo Freundschaft passiert, es ist ein Ort, wo Freundschaft gestärkt wird und es ist ein Ort, wo Erinnerungen bleiben. Und irgendwann haben wir mal gemerkt, hey, das ist eigentlich der Ort, wo wir hingehören. Also, Place where we belong. Oh, oh, es ist eigentlich unser geheime FCV-Lied. Das haben wir Patrick einfach nie gesehen. Aber einige haben immer gesehen, es ist ein Lied, das in ein Stadion gehört. Es ist so, weil wir alle Kinder des Fußballs sind, haben wir gedacht, irgendwann müssen wir mal eine Fußballhymne machen. Und das ist für uns Oh, oh. Ja, und lustig war dort, weil es eigentlich ganz früh fertig war, weil wir Patrick überraschen beim Alkmaar-Spiel und es im Stadion laufen lassen. Es hat dann aber nicht ganz geklappt. Haben wir uns dann aber dazu entschieden, dass wir dort ein Video machen und es wie so als erste Single auskoppeln. Und das haben wir dann gemacht und es war recht ein spannender Quick-Videoshoot. Also es ist irgendwie innerhalb von 2 Tagen ist die Idee entstanden, sind wir dort am Aufnehmen und ist es geschnitten. Es war recht eine coole Sache. Ja. Brother, you know everything about me. Crossroads, es ist eigentlich auch das Thema Freundschaft, und zwar zukunftsgerichtet. Dass man eigentlich miteinander in eine Zukunft geht, wo ganz viele Sachen passieren kann, aber wenn man füreinander da ist, dann wirst du jede Ereignis, jede Schicksalsschläge oder was auch immer du hast, wirst du überstehen. Vielleicht dort als Randbemerkung, wir haben You and I als erstes Album gehabt, das war eher so ein bisschen Vergangenheit gerichtet gewesen. Und Crossroads ist unser neues Album, es ist eher so das Gemeinsame in die Zukunft gehen. Somebody. Somebody erzählt über Sommer, erzählt über Italien, wo gerade Weltmeister wird, erzählt über Strand, erzählt einiges über die Situation, dass du dein Erlebnis natürlich allein feiern kannst, aber dass es umso schöner ist, wenn du das zweite erlebst. Und Somebody heisst einfach, jemanden an deiner Seite zu haben, wo du die schönen Momente teilen kannst. Und bei Somebody war es einiges so gewesen, wir waren kurz vor der Studioaufnahme. Wir waren in Italien Ferien und es war tatsächlich so, Italien ist gerade Weltmeister geworden. Und ich musste den Text fertig schreiben. Für mich ist es meistens ein bisschen mühsam. Aber unter Druck funktioniert es recht gut, wie bei allem so im Leben. Und dann ist Somebody entstanden, am Strand von Viareggio. Ja, Boy ist sehr so eine Rückwärtsperspektive, weil man dort eigentlich sich so überlegt, wie ist es gesehen als Kind, wie ist es gesehen als Jugendlicher, wie ist es gesehen als junger Mann, wie verändert man sich. Der Song ist eigentlich so entstanden, dass ich meinen Kindern im Bad alle meine Enkel vorgesungen habe und irgendwann den Text geswitcht habe. Und irgendwie hat mir die Melodie gut gefallen und dann ist Boy daraus entstanden. Und die Idee ist eigentlich, dass du als Kind dich komplett verlierst im Vertrauen in deine Eltern. Dass du als Jugendlicher dich verlierst im Vertrauen in deine Eltern oder einfach generell hoffst, dass sie dir ein gutes Vorbild sind, weil du erwägt und wie mitgehst. Und jetzt sind wir selber in der Rolle als Eltern, das heisst, jetzt wollen wir eigentlich die guten Werte unseren Kind zurückgeben. When I was a young boy, sometimes you grab my hand and have to understand. Sometimes when you come close, your scent is like a rose. Wide Awake. Ja, Wide Awake ist eine Go. Ist so ein Riff gewesen, wo der Simon einmal gespielt hat, wo wir da am Aufnehmen gesehen sind. Und dann haben wir so innerhalb von einem Nachmittag ist das Lied eigentlich gestanden. Und Wide Awake erzählt so ein bisschen die Geschichte, wenn du, ich meine, das kennen wir alle, oder? Es gibt Tage, dort fahrst du irgendwo hin und du hast keine Ahnung mehr, wie du dort angekommen bist. Also es gibt einfach völlig triviale Tage. Und dann gibt es wieder genau das Gegenteil, wo du den Moment voll intensiv wahrnimmst. Ob du mal ein Konzert bist oder mit den Freunden irgendwo oder eine Hochzeit oder so. Und das Wide Awake geht eigentlich um die Geschichte, dass du Momente hast, wo du wie einsaugst, wo du weißt, das wirst du in deinem Leben nie mehr vergessen. Your Groove.
Wenn Kinder auf die Welt kommen, dann geben sie dir Your Groove. Dann ist zumal alles anders. Ich habe immer gesagt, hey, auf einmal wohnen Leute bei dir im Haus und zahlen Miete. Was soll es, oder? Also Your Groove ist eigentlich, dass du in deinem Flow, wo du hast, irgendwann komplett rausgeropft wirst und man dir sagt, hey Junge, jetzt bin ich der Chef. Also das heisst, es ist dann ihr Groove. Aber ihr Groove ist dann halt auch Your Groove. Rock My Face. Es ist ein Lied, das ein bisschen um Spass geht. Spass im Ausgang, Spass mit Leuten, wo du nicht weißt, ob es deine Geliebte ist, deine Freundin, deine Partnerin oder was auch immer. Rock My Face will einfach sagen, es gibt Leute, die faszinierende, mit denen kannst du voll Spass haben, ja, wo du einfach eine geile Zeit hast. Also Rock My Face ist so ein bisschen unser Sound. Ist so ein bisschen härter, ist so ein bisschen driviger und so und ist vielleicht ein bisschen freier. Rock My Face, ja. Finde ich einfach cool. Viele Gitarrenspuren. Bei Rock My Face sind es, glaube ich, 25, hätte ich es gesehen. Es ist natürlich schon zum Relativieren. Wir haben jede Gitarre halt etwa mit 7 Mikrofonen aufgenommen. Darum hören sie dann halt auch viel. Aber ja, man kann auch alles ein bisschen übertreiben, ist schon klar, oder? Baby, I love you. Also «Falling Man» ist eigentlich so aus dem alten Album noch, ist eigentlich eines der ersten Lieder, die ich geschrieben habe damals. Es ist so ein bisschen eine Piano-Version und dort passt einfach Orchester relativ gut. Und bei «Crossroads», es ist für mich immer der Titelsong von unserem neuen Album, wo ich immer gesagt habe, hey, das musst du mal mit einem Orchester aufnehmen. Und als wir dann die Arrangements vom Lilo bekommen, sind wir komplett geflasht. Also ich muss sagen, wir sind jetzt am Mischen und wir haben jetzt die Songs schon ein paar Mal gehört, aber jedes Mal, wenn ich eine zwei Lieder Symphonie-Version höre, stellt es mir alle Haare auf. Also nicht nur die, vor allem die. Das ist mega, cool für uns, dass das jetzt zustande gekommen ist. Und ich glaube, auch darum sagen wir in den Liedern ein bisschen mehr als einfach nur ein Song. Für uns ist es eine Geschichte von uns selber, die dort erzählt wird. Baby, es ist eben noch cool, es wechselt immer wieder ein bisschen. Also du hast ab und zu das Gefühl, jetzt habe ich wieder ein Lieblingslied, das höre ich gerne. Und dann fährt auf einmal ein anderes wieder gut ein. Also ich bin dort immer ein bisschen im Switchen. Eigentlich bin ich standhaft, aber dort muss ich jetzt sagen, bin ich es nicht.